Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder gebastelt, diesmal mit Knetbeton. Ich habe mir Dekosteine und Teelichthalter gebastelt für die Innen- und für die Außendeko. Ich zeige euch mal das ein bisschen von nahen. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Und nun möchte ich auch gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich mir meine Dekosteine gebastelt habe. Aber ich möchte noch einmal Werbung machen in eigener Sache. Ich habe einen neuen Kanal, meine Ponywelt. Vielleicht habt ihr auch noch Lust, mal da reinzuschauen. Aber nun geht es erstmal los mit dem Bastelvideo. Für meine Dekosteine benutze ich diesmal wieder Knetbeton. Ihr könnt eine gekaufte Mischung nehmen. Ich mische mir meinen Knetbeton immer selber und zwar mit ein Teil feinen Sand, ein Teil Zement und zwei Teile Fliesenkleber. Dann braucht ihr natürlich Handschuhe. Dann habe ich hier noch so ein Teelicht aus Glas. Das braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr das nur als Dekostein haben wollt. Aber ich wollte da gerne noch ein Teelicht reinsetzen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Schmirgelpapier. Als Hilfsmittel habe ich hier noch so einen Schaschlikspieß. Zum Anmalen habe ich hier noch einen Pinsel, einen Schwamm und Farbe. Ich habe hier also ganz normale Vollton- und Abtönfarbe. Und als erstes werde ich mir meinen Knetbeton erstmal anmischen. Wenn ihr euren Knetbeton angemischt habt, das ist immer in so einem kleinen Topf drin, nehmt euch die Menge raus, die ihr braucht. Und dann wird das einfach in der Hand immer so ein bisschen hin und her gezogen, geworfen, dass das schön glatt wird und dann so lange, bis das eine schöne Form hat. Normalerweise mache ich das einfach immer nur so, lege ich das dann auf den Untergrund und dann habe ich eigentlich schon eine Steinform, wie ich die haben möchte. Man kann das noch so ein bisschen hin und her drehen, aber ich lasse das einfach immer so, wie es fällt. Die brauchen ja nicht alle gleich aussehen. Dann nehme ich mir mein Glas-Teelicht und setze das hier drauf. Ich mache das gerne, wenn das Teelicht so ein bisschen hier an der Seite sitzt. Dann drücke ich mir die hier so rein. Dann habe ich nämlich hier die ganze Fläche frei für mein Muster, was ich reinritzen möchte. Und dazu nehme ich hier meinen Schaschlikspieß und fange an, mir hier so ein Muster reinzudrücken. Das kann wirklich so ganz unterschiedlich sein. Ihr könnt auch ein Herz oder hier irgendwie so Schnörkelmuster machen. Und das dauert immer so ein bisschen, bis man das erstmal fertig hat. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, aber ich möchte euch eben zeigen, dass ihr das auch wieder ändern könnt. Wenn das zum Beispiel, wenn ihr es nicht leihen mögt, könnt ihr mit einem nassen Finger einmal so darüber streichen. Dann geht das nämlich weg und ihr könnt wieder neu anfangen. Mit dem feuchten Finger kann man das wirklich ganz schön wieder glatt ziehen und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen, euer Muster da reinzumachen. Ich habe jetzt mein Muster hier fertig reingedrückt. Ich zeige euch mal das aus der Nähe. So sieht das ja noch nicht ganz so schön aus und damit das schön glatt wird, nehme ich mir schon mal einen Pinsel, tunke den so ein bisschen im Wasser, der soll aber nicht triefend nass sein, ich klopfe den so ein bisschen ab. Dann kann ich so ganz vorsichtig die Linien mit dem Pinsel nachgehen. Und dann werden die Rillen nämlich richtig schön glatt und das Muster kommt noch schöner raus. Ich zeige euch das eben mal. So sieht das bei mir jetzt fertig aus und jetzt kann ich das schon mal weglegen zum Trocknen. Hier habe ich schon mal einen fertigen Stein, der ist schon gut getrocknet. Hier ist jetzt so ein ganz einfaches Herz drin. Das habe ich jetzt aus dem Reststück gemacht, weil da kann man wirklich gut eine Resteverwertung machen. Immer so kleine Steinchen. Und jetzt nehme ich mir mein Schmirgelpapier und schmierge mir das hier jetzt noch so ein bisschen glatt. Weil manchmal sind hier noch so bei den Kanten so kleine Hubbel. Die kann man noch schön wegschleifen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich mir meine Steine immer anmal. Ich habe jetzt hier meine Vollton- und Abtönfarbe. Die tunke ich mir hier rein. Ich halte das jetzt hier mal nah dran. Und dann gehe ich mit dem Pinsel hier in die Vertiefung, die ich mir eingeritzt habe. Und tunke da wirklich gut Farbe rein.
Das kann auch ruhig so rübergehen. Das macht nämlich gleich gar nichts. Jetzt nehme ich mir meinen Schwamm, den tauche ich vorher ins Wasser und drücke den so ein bisschen aus, dass er so leicht feucht ist. Und dann kann ich das so ein bisschen hier verziehen. Ihr seht, die weiße Farbe bleibt im Herz drin. So, und die restliche Farbe habe ich jetzt hier mit dem Schwamm so ein bisschen verteilt. Und jetzt kann das Ganze wieder trocknen. Ich zeige euch jetzt noch so ein paar, die schon fertig sind. Hier ist noch mal eins mit so einem Ornament drin. Hier habe ich einfach so einen Schriftzug reingemacht. Und wer möchte, kann da natürlich dann auch noch so ein bisschen Strasssteine mit reindrücken in den feuchten Knetbeton. Ich hatte hier noch so Blümchen, die da gut reinpassen, und die habe ich da einfach mit reingedrückt. Mein Herzstein muss noch so ein bisschen trocknen, aber die anderen, die sind ja schon einsatzbereit. Die können jetzt im Garten zur Deko hingestellt werden. Ihr könnt die natürlich auch für die Tischdeko benutzen. Nur würde ich dann von hier unten dann noch einmal so ein bisschen Filz mit draufkleben, damit der Tisch nicht verkratzt. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Knetbeton noch so alles Schönes basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.